Ja, alle schöne Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zur nächsten Videofolge hier auf diesem Kanal. Und es geht weiter mit unserer Akagi. Ja, heute mit einer Einzelfolge, das hat aber einen guten Grund, weil heute viel passiert, beziehungsweise viel Wichtiges passiert. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns zuletzt mit dem ersten Lift auseinandergesetzt, wenn ihr noch wisst, wie das ablief. Da haben wir dieses hier mit eingebaut. Aber das ist nur die Hälfte des Liftes, der wird heute vervollständigt und dann wollen wir ihn auch einmal testen, ob er auch wirklich funktioniert. Da bin ich sehr gespannt. Und dann ist das Flugdeck soweit fertig, dass wir das auch in den Rumpf mit einbauen können. Da wird also viel passieren in dieser heutigen Videofolge. Wie lange das Video werden wird, weiß ich nicht. Erstmal wird hauptsächlich der Lift zusammengebaut, weil das Flugdeck werde ich dann für mich separat draufsetzen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Deswegen, das wird nicht vor der Kamera passieren, aber den Rest könnt ihr mit mir live verfolgen, inklusive des Testes. Gut, also auf geht's. Ich freue mich drauf. Ausgabe, da ist sie Nummer 27 unserer Akagi, genau, dem japanischen Flugzeugträger. Viel Spaß! Das sind die Teile, die uns heute erwarten in Ausgabe Nummer 27. Von Testplatine über Motor und die letzten Teile für den ersten Lift ist alles mit von der Partie. Aber natürlich darf die Bauanleitung auch nicht fehlen, ne? Sonst kommen wir nicht weit. Und natürlich das Flugdeck genauso. Ja, wo legen wir los? Wir legen los, ähnlich wie wir letztes Mal losgelegt haben, mit diesem Schalterelement. Den Rest zur Seite und dieser Wandplatte, nennen wir es mal. Das Wandstück quasi und das ist markiert M12K und auch hier soll der Schalter angeschraubt werden. Wir drehen das Ganze mal um und der soll hier oben eingesetzt werden. Alles klar, der Schalter zeigt aber nach unten, geht also nur in eine Position, weil hier haben wir wieder, wie letztes Mal auch, einen Pin und ein Loch. Hier ist ein Loch und ein oder zwei Löcher. Das heißt, es geht nur in einer Position hier unten einmal rein und wird mit einer J-Schraube verbunden. Alles da. Das ist wieder die eine Schraube, die wir einzeln benutzen. Ich tippe mal, das sind Endschalter, damit der Motor dann aufhört, wenn der Schalter aktiviert wird. Tippe ich mal ganz stark drauf. So, das haben wir und jetzt soll diese Wand auch schon eingebaut werden. Das heißt, wir brauchen wieder unsere Unterseite vom Flugdeck, wenn jetzt gar nicht ein Kabel hängen würde. So. Es sind nämlich auch schon viele Kabel dran. Ne? Einmal hier mit der Leuchte hier vorne. Jetzt von dem. Jetzt kommt noch das dritte Kabel dazu. So, das Ganze soll quasi ja, hier angelehnt werden. So wie das aussieht. Einmal hier ran. So. Okay. Es ist schwierig zu erkennen, weil das ist halt alles... ja, wie ihr wisst, halt alles... ohne die Schalter mit eingezeichnet. Das wollte ich sagen. Ich war gerade im Off, sorry. So, und wird jetzt mit zwei E-Schrauben verbunden. Wir brauchen aber dazu noch diese Platte. Die werden von innen daran legen. So, und von außen wird dann aber verschraubt. So, ich das sehe. Dann drücken wir von innen nochmal gegen. Verschrauben von außen. Einmal. Und zweimal.
Knatsch, Knatsch. So. Ne, hier haben wir die Platte zu sehen. Einmal diese hier und hier die Schrauben. Und unten wird es jetzt an der Unterseite vom Oberdeck, sag ich schon, genau, vom Flugdeck ebenfalls mit angeschraubt. Einmal hier. Doof, wenn so viele Kabel im Weg sind. So. So haben wir. Dann sollen wir jetzt zwei von diesen Elementen hier auf diese Pins draufstecken. Jetzt muss ich nur gucken, welche. Wohl die, die hier zum Flugdeck hin zeigen. Angeblich. Die sind aber angeblich auch noch unterschiedlich. So, eins geht so rauf, das andere geht so rauf. Okay, der geht hier rauf. Flip. Okay, der andere geht andersrum rauf. Flip. Okay. Alles klar, verstanden. Dann kommt diese Platte mit dazu. Die dreht sich jetzt einmal um, dass wir das Loch quasi nach innen haben. Und dann haben wir hier vier Schraublöcher, da wird es drüber gelegt. Mit dem Schlitz, genau, wo soll der Schlitz hin? Der wird nicht angezeichnet. Geil. Der zeigt nach außen weg, also kommt das Ganze schon so hier hin. Passt auch gut zueinander. Und wird dann voraussichtlich mit vier weiteren E-Schrauben verschraubt. Genau. Ich bin ja mal gespannt, ob das gleich so funktioniert. Ich hoffe, ihr genauso. Ihr seht ja, das baue ich jetzt zum ersten Mal zusammen. Gerade solche Plastikteile, das macht wenig Sinn, die Teile erstmal zusammenzuschrauben, damit ich sehe, wie es läuft, um dann sie wieder auseinander zu pulen und dann wieder für euch zusammenzuschrauben. Das halten die Gewinde von Plastikteilen nicht unbedingt aus. Bei Metall könnte man das eventuell ja noch machen, aber bei den Plastikschrauben, ja, nee. Lieber nicht. Das wäre nicht so schlau. So, dann haben wir das zusammen. Dann sollen wir noch den Motor zusammensetzen. Schön Platz hier in der Bude. Da haben wir einmal die Motorhalterung. Diese, da kommt der Motor reingestopft. Dementsprechend geht das Kabel da wahrscheinlich komplett durch. Muss ja. So. Stopfen wir den rein. Wahrscheinlich bis zum Anschlag. Was aber noch nicht ist. So. Ja, gucken wir mal. Und da drauf kommt jetzt noch diese zweite Hälfte von der Schnecke. So. Ja. Und dann wird das Ganze umgedreht und mit drauf gesetzt. Alles klar. Es müsste sich idealerweise dann zusammenfügen. Kabel soll erstmal irgendwo hin. Okay. Machen wir mal so, dass das alles zusammenkommt. Idealerweise. Also, das greift hier rein. Okay. So. Okay, das sind zwei Schnecken, die jetzt ineinander greifen. Spannende Sache, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, da andersrum. Da greifen die Schnecken jetzt so ineinander. Spannendes Vorhaben hier. Okay, ja. Und wird dann mit den letzten beiden E-Schrauben festgemacht. Okay, na dann. Alles klar, dann haben wir das auch gleich.
einmal an die zweite Schraube. So, dann sollen diese Kabel, die wir jetzt hier haben, von den Schaltern hier einmal durchgeführt werden. Einmal und zweimal. Na komm, so. Ja, so. Dann sind die so ein bisschen aus dem Weg, aus der Schusslinie quasi. Und die restlichen sollen auch so ein bisschen aufgedröselt werden. Einmal der hier. Und an den kommt jetzt ein längeres Kabel, 22M12. Das haben wir aus Ausgabe 22. Ich habe mich schon gewundert, warum das die ganze Zeit hier bei mir rumliegt. Das ist nämlich eine Kabelverlängerung für genau diesen Motor. Siehst du? So, dann haben wir das alles soweit zusammen. Und jetzt, Freunde, heißt es testen. Juhu, ich freue mich. Ich habe noch ein kleines Kabel, vielleicht brauchen wir das gleich auch noch. Bis jetzt noch nicht. Schauen wir mal. Ja, wir brauchen auf jeden Fall unseren Tester. Das ist der hier. Und jetzt sollen wir ein bisschen was anstöpseln. Und zwar sollen wir erstmal dem Ganzen Strom geben. Das kommt, das wird jetzt auch spannend. Aha, dafür brauche ich nämlich das kleine Kabel hier, siehst du. Das kommt einmal hier rein und dann hier vorne mit rein. Genau, steht auch drauf auf der Testplatine POW unten hier, Power. Da könnt ihr sehen. Dann kommt die einmal hier rein. No. So, einmal. So, und jetzt haben wir hier M10K, M10K2 bzw. M11K, M12K und M11K, M12K2. Das haben wir hier. Und da oben kommt der Motor rein. Das heißt, der hier oben kommt hier oben auch mit rein. Der kommt hier hin. So. Und dann haben wir einmal Kabel 1. Das ist hier M12K2. M12K. Das heißt, wir haben hier M12K soll auf diese Seite. Und M12K2 auf die andere Seite. Okay. So. Jetzt haben wir alles angestöpselt. Sollen dann als erstes Strom geben. Es sollte noch nichts passieren, weil der Schalter noch hier aus ist. Aber es passiert trotzdem noch was. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der Lift wird hochgefahren, runtergefahren. Und hört genau an den Punkt auf, wo es sein soll. Cool. Lass mich raten, wenn ich den jetzt andersrum drehe. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Okay, weil das Knacken soll bestimmt nicht sein. Könnte ich wetten. Ja genau, okay, dann muss ich nämlich gucken, den einmal ausschalten. Das soll nämlich dann nicht passieren, alles klar. Ich hoffe, das hat sich nur einmal überlagert und es hat deswegen geknackt. Hoffentlich. Der sollte eigentlich nichts passieren, genau. Weil es ist Feierabend. Jetzt muss ich den ausschalten, den anderen anmachen. Genau, und dann wieder auf. Jetzt soll ich den anderen anmachen. Auf der Seite. Ja, okay. Da passiert nichts. Und den soll ich dann umschalten. Ja, okay. Und jetzt sehen wir, der Lift fährt ganz sanft wieder runter. Und sollte eigentlich an der perfekten Position wieder gleich halten. Perfekt. Genau auf der Höhe, wo es sein soll. Oh, ein Traum. Ein Träumchen. Das Problem ist nur, diese Stäbe hier, die sind sehr locker.
Eventuell müsste ich die hier unten festkleben. In den Führungen zumindest hier, dass die Stäbe nicht rausfallen. Das wäre blöd. Sonst hier oben, an den anderen Seiten sind sie fest, aber hier an den Seiten halt nicht. Das heißt, es würde Sinn machen, die hier festzukleben, weil die sitzen nicht ganz exakt fest drin. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert. Ich mache den hier nochmal aus, damit ihr es nochmal gesehen habt, und den anderen an und dann den Schalter hier. Das heißt, dann bewegt der ganze Lift sich nach unten, wie ihr hier sehen könnt. Nochmal aus und den anderen an. Genau. Und dann fährt er rückwärts wieder hoch. Perfekt. Perfekt. Wunderbar. Das sieht richtig cool aus. Ich drehe das jetzt nicht um, weil sonst mir die Stäbe rausfallen würden. Aber das funktioniert wunderbar. Sehr, sehr schön. So soll es sein. Und ja, damit sind wir damit durch. Ich werde das Ganze jetzt, wie gesagt, noch einmal festkleben für mich. Und die Kabel kann ich mal eben alle abstöpseln. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, weil jetzt alles soweit fertig ist, das Ganze jetzt hier an das Flugdeck mit anzusetzen. Und das wird jetzt wirklich sehr, sehr spannend werden, weil wir haben hier, wie ihr sehen könnt, verschiedene kleine Schlitze. Einmal hier, da, 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 hier und da und dort. Die greifen alle in die Träger von der Rumpfstruktur rein, nämlich genau diese hier. Hier diese Träger, diese Träger, diese Träger. Und das kommt jetzt alles zusammen. Das wird eine höchste frickelige Arbeit werden, die ich jetzt für mich machen muss. Hilft nichts, das muss ich für mich machen, weil das bedarf einiger Konzentration und Zeit, bis wirklich alles richtig sitzt. Es soll nicht verklebt werden, so wie ich das gelesen habe, sondern nur draufgesteckt werden, also soll das von sich aus schon halten. Und dann können auch die Streben mit dran gesetzt werden, beziehungsweise erst die Streben und so weiter. Und wenn dann alles sitzt, können wir nochmal einen Testlauf machen von dem Lift, wie das Ganze dann von der anderen Seite aussieht. Gut, ihr Lieben, das mache ich, wie gesagt, für mich dann einmal hinter der Kamera. Das dauert auf jeden Fall einige Zeit und ich melde mich dann gleich zum Abschluss wieder. So, ihr Lieben, ich melde mich zurück nach dem Zusammenbau. Es hat hier und da gehakelt und ich muss noch ein bisschen was reparieren. Mir ist hier so eine kleine... ein kleines Stück abgeflogen wieder, beziehungsweise diese Streben sind noch nicht ganz richtig in Position. Eine sind mächtig auf Spannung, das sehe ich hier gerade. Das ist Feintuning für mich. Das sind die extra Details, die noch so kommen. Aber hier ist das Flugdeck jetzt schon mal so weit drauf, dass es richtig sitzt. Es muss theoretisch noch ein bisschen nachgedrückt werden, hier und da so ein bisschen. Aber das ist kein Problem. Das Hauptelement sitzt komplett mit drauf. Ihr könnt das hier auch sehen. Das Flugdeck ist jetzt mit dem ja, verbunden. Alle Träger sitzen jetzt im Flugdeck mit dran. Wunderbar. Hier seht ihr, das ist ganz ein bisschen ausgewölbt, diese eine Querstrebe hier. Das mache ich für mich dann mit der Kamera einmal hübsch. Aber das kriegen wir hin. Ne, im Zweifel muss ich es ein bisschen richtig stellen. Das mache ich dann in Detailarbeit. Hier passt es auch exakt. Ne? Hier die Masten können so exakt hier in den Führungen mit hochkommen. Das passt wunderbar. Und ja, jetzt zum Schluss natürlich nochmal ein Testlauf, ob es jetzt mit dieser Loop, mit der Klappe hier, beziehungsweise hier tatsächlich so funktioniert, wie es sein soll. Ich bin gespannt und deswegen schalte ich das Ganze mal einmal ein und soll um die jetzt einmal runter zu fahren. Mal gucken, ob es funktioniert. Radau macht es ja wahrscheinlich sowieso. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr es auch sehen könnt, dass was passiert. Hoffentlich. Ja, ihr seht schon, sie senkt sich. Sehr cool. Schön langsam, nicht zu schnell, senkt sich diese Plattform ab, dieser Lift. So, und endet dann, wenn nämlich der Schalter aktiviert wird, in ungefähr der Position. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. Ich mache einmal den Schalter, drehe den Schalter um, mache den anderen Schalter an. Und dann geht es in die andere Richtung. Und dann wird die Plattform dann quasi wieder hochgefahren. Bis zum Ende, denn auch dann, ne, ich aktiviere jetzt gerade nichts. Das macht er automatisch durch die Schalter, wird dann der Motor gestoppt, wenn das Ganze oben ist. Genau so ist es. Also ein bisschen klemmt das hier so unter der Schiene, aber mein Gott, das wird gar nicht auffallen, das fällt gar nicht auf. Also wunderbar, funktioniert, top, einwandfrei. Sehr, sehr, sehr coole Sache und das ist doch schon mal ein richtig geiles Bild zum Abschluss, oder?
Das ist ein richtig cooles Bild, dass sich unsere Akagi jetzt doch schon mächtig entwickelt hat nach den 27 Ausgaben. Wie gesagt, Feintuning kommt dann für mich. Das ist jetzt kein Problem. Aber so ist das Ganze doch schon mal richtig cool. Nach Abschluss von 27 Ausgaben haben wir ja um diesen ganzen Rumpf soweit dran. Hier fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber das ist momentan der Stand der Dinge. Plus das Flugdeck, was jetzt hinten mit drauf sitzt und der Lift, der ebenfalls funktioniert. Also, was will man mehr? Wunderbar. Ja, ihr Lieben, und damit sind wir soweit durch mit Ausgabe Nummer 27 von der Akagi. Das Flugdeck, zumindest der hintere Teil vom Flugdeck, sitzt jetzt mit dran, ist nur drauf gesteckt, nicht drauf geklebt oder sowas. Und ja, sieht doch schon mal sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, ich muss hier noch ein bisschen Feintuning machen mit den Streben, aber das kriege ich hin, das mache ich dann für mich. Auf jeden Fall sieht auf jeden Fall schon richtig bombastisch aus, das Teil. Kann man nicht anders sagen. Richtig cool. Auf jeden Fall. Und der Lift ist auch mit eingebaut. Hat, wie ihr sehen könnt, ja gerade wunderbar funktioniert. Ja, das ist auch tatsächlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme die aktuellste Ausgabe, die es gibt. Aber ich bekomme die regelmäßig rein, die Ausgaben. Also von daher geht es dann auch wahrscheinlich bald, demnächst bald weiter mit der nächsten Ausgabe. Zumindest eine Vorschau kann ich euch geben, Ausgabe 28. Da werden wir die zweite Wand mit einbauen in der aktuellen Rumpfsektion. Das fehlt ja noch hier. Ne? Auf dieser Seite ist dann auch ein Loch. Hier vorne. Das Ganze wird dann beim nächsten Mal zusammengesetzt werden, wahrscheinlich genauso wie letztes Mal. Und dann haben wir das auch mit dran. Das ist dann der Inhalt für Ausgabe 28. Wie es dann weitergeht, ja, schauen wir mal. Bin gespannt. Auf jeden Fall bewegen wir uns so wirklich richtig gut in Richtung Bug unseres Modells. Das sind wir natürlich noch lange nicht. Wir sind ja auch noch gerade erst bei Ausgabe 27. Aber das, was wir jetzt schon haben, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Gut, das war es soweit für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abo dürft ihr gerne auch auf dem Kanal da lassen. Dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Video. Wie gewohnt, ein paar schöne Tage euch allen noch. Macht's gut, viel Spaß beim Bauen eurer Projekte und bis zum nächsten Mal. Ciao.